Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Stimme der Horde anzunehmen bei König Rastakhan in Razar Alor. An dieser Position könnte es sein, dass sich König Rastakhan auch hier bei seinem Thron aufhält. Momentan ist er bei mir hier. Nehm die Quest an. Nun darf ich Zolani folgen. Zolani steht hier. Muss sie nicht mal ansprechen. Man könnte auch ein bisschen vorauslaufen, aber muss nicht sein. So, dann darf man auf diesen Aufzug. Ich habe eure Gefährten einfliegen lassen, ohne dass General Jakrazet was mitbekommen hat. Sie warten nur auf euer Kommando. Dann hier hinauslaufen. Und an dieser Stelle dieses Banner der Horde mit der rechten Maustaste anklicken. Hier befinde ich mich. Nun darf man das große Siegel erkunden. Kommt, Champion, ich führe euch rum. Hier kann man normal vorauslaufen und alles auf die Schnelle erkunden. Ich begleite aber die Prinzessin Talanji. Große Siegel erkundet, abgehakt. Ich glaube, sie hat in die Richtung geschaut, oder? Sucht mich auf, wenn ihr mit dem Umsehen fertig seid. Okay, ich mach's nach dem hier. Das hier müssen die Hallen der uralten Pfade sein. Sie war so freundlich, uns über ein altes Portalnetzwerk zu informieren, das wir vielleicht benutzen können. Für die Horde! Okay. Oh, hallo. Dann die königliche Schatzkammer. Okulev, seht euch das bitte näher an. Wir ist also praktisch die Bank. Champion, ihr genießt offenbar immer mehr Vertrauen bei den Sandalari. Ich muss mich nun anderen Pflichten widmen. Viel Glück. So, nun darf ich hier hinein. Und hier ist die Quest abzugeben. Wollt ihr was? Bei Chronist Tokini in richtet dem Thron meine Grüße Razar Alor. Das große Siegel. Jetzt kann ich nicht mehr reinklicken. Hier bin ich an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch geholfen. Ciao.